Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Scott auf dem Friedhof uns den guten den guten John einfach mal ein bisschen näher in Betracht genommen, haben sehr viel Hintergrundstory erfahren und haben auch Kramer gefunden. So, jetzt sind wir mit Madison in der Disco. Und ja, ich glaube, es war die Blue Lagoon, ne? Ja. Was ist das? Was kann ich hier machen? Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Ja, das stimmt. Ich bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. Es wird gut. Ich finde den Typen, stelle ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment. Kein Typ, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Ja. Kindergarten für den Jet Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Ja, ist halt normal, ne? Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Dann auf geht's zum Barkeeper. Entschuldigung, ich muss einmal durch. Sorry. Ich rempel hier alle weg. So, Barkeeper. Irgendwo hier vorne. Da, Barkeeper. Der ist aber auch lässig angezogen. Ich suche Paco. Paco Mendes. Was? Paco Mendes. Kennen Sie ihn? Ohne. Das ist der Boss. Da drüben. Der VIP-Lounge. Interessant. Okay. Das Zebra-Macho also. So, sorry, ich muss einmal durch. Entschuldigung. Würdest du vielleicht... Hallo? Danke, hüpf mal woanders bitte lang. Das sieht auch nicht ganz so gut aus. Ich meine, look at me, bitches. I'm just fabulous and you are just kind of ugly. So, let me durch. Mein Englisch ist das Beste auf der Welt. Bitte, ich muss einmal nur in die VIP-Lounge, bitte. Da komme ich aber fett nicht rein. Hallo. Ich muss Paco sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Okay. Irgendwelche Ideen? Toll, was mache ich jetzt? Okay, was macht er? Okay. Die vor mir, die gerade da tanzt. Ich weiß, was uns die Kamera damit sagen möchte und was wir mit Madison jetzt machen müssen. Paco mag seine Mädchen sexy. Sexy auf eine billige Art. Das heißt... Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja. Ich muss meine Strategie ändern, wenn ich mit Paco reden will. Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze. Okay. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Okay. Okay, jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen Dance Moves. Fuck. Flirten bin ich wohl durchgerasselt. Er schaut nicht mal her. Dann würde ich sagen... Ah, Idee. Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein.
muss mich nur irgendwo umziehen. Okay, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Vielleicht können wir ja irgendwie was an deinem Outfit ändern. Ein bisschen was wegreißen vielleicht. Also wirklich, ich glaube, kürzer würde auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Kann es sein, dass ich schon zu weit laufe? Die Toilette ist bestimmt hier irgendwo. Toilette. Klar, die Toilette. Privat und nur für Damen. Der große rote Kasten neben dem Eingang. Genau, da. Oh, man hört selbst hier noch sehr viel Musik. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's, Madison. Zeit okay. Für das sexy Girl. Jupp, erstmal die Haare. Ein wenig aufwuscheln, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Das sieht aus, als wir dich kennengelernt haben, ne? Als du gerade aufgestanden bist. Dann würde ich sagen, den Ausschnitt ein bisschen erweitern. Oh, das ist... Ja. Dann jetzt den Rock. Der arme Rock irgendwie. Also irgendwie das... Arme Rock. Wow. Der ist nicht mal gerade abgerissen. Sieht halt echt billig aus, ne? Also das, was sie auch sagte. Was ist das? Oh. Vorsichtig, ich will dir nicht ins Auge stechen. Oh Gott sei Dank. Ah ne, oh Gott, ich dachte schon, ey. Ich dachte schon. Gott sei Dank hat sie das andere Auge selber gemacht. Vorsichtig, ich will dir nicht ins Auge stechen, wirklich nicht. So. Was haben wir denn noch in unserer schönen Tasche? Lippenstift. Auch hier ordentlich was draufknallen. Wieso ist denn das die Farbe auf den Lippen im Endeffekt dunkler als der Lippenstift selber? Also, das sieht schrecklich aus. Was haben wir da noch drin? Also meine... Ne, oh. Dann sind wir wohl fertig. Alter Madison, du siehst einfach aus wie so eine Kampflesbe. Also das Outfit, das... Ja gut. Ist halt unsauber geschnitten, würde ich mal sagen, unten am Rock. Aber... Gut, ne, hier laufen alle so rum. Aber... Du hast dich echt angemalt wie so eine... Ja, wie eine Kampflesbe eben. Die Haare hättest du echt nicht durcheinander wuscheln müssen. Dann tanzen wir jetzt. Und zwar hauen wir sofort rein. So. Nein. So. 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 Ich verklicke mich die ganze Zeit. Ich glaube, es hat gezogen. Der behandelt die ja wie so... Der behandelt die echt wie so Wäsche. So, die eine weggeschmissen. Heute ist ein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Glückstag, ja. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da bist du ganz heiß unterm Kragen. Du hast keinen Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber privat. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Oh Gott, dieses ekelhafte Zebra.
Alter, dieses Zebra ist halt mega ekelhaft, ne? Da kann man mir sagen, was man will, aber ich finde den unglaublich ekelhaft, weil ich meine, es ist ein Zebra. God damn it. Entschuldigung, ich muss einmal durch. Ich muss dem hässlichen Zebra hinterher. Ich muss ja sagen, Madison sieht gerade sehr, sehr billig aus. Aber trotzdem sieht sie nur immer noch besser aus als das Zebra. Hallo, na? Ich muss dem Zebra hinterher. Na, aber es geht. Oh Gott, ich will dem Zebra nicht hinterher. Okay, warte mal. Alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt nur nicht schwächeln. Auch wenn sich meine Knie wie Pudding anfühlen. Scheiße. Du machst den größten Fehler deines Lebens, Madison. Ja. Der Typ ist wirklich widerlich. Bäh. Yep. Jetzt folge ihm einfach ins Büro. Ich habe kein gutes Gefühl. Keiner weiß, wo ich bin. Mir hilft niemand, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Da gebe ich dir allerdings recht. Alles wird gut. Ich habe einen Plan. Ich weiß genau, was ich mache. So. Hast du das? Willkommen in meinem Reich. Oh Gott. Ich nehm die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Oh mein Gott. Ein Drink? Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Oh. Ich will eigentlich gar nicht. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Das ist... Ja. Das findet er ganz toll, ne? Du hast ja einen. Ha! Das hat echt gesessen. Gut gemacht. Ich würde da mal sagen, ich war ein kleines bisschen schlauer. Akt 2. Loverboy packt aus. So. Das fühlt sich gut an. Nochmal. Können wir nochmal? Nochmal. Ah! Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Ekelhaft. Ach, du Scheißnutte. Du bist tot. Ich...
Sein Blick, oh mein Gott. Oh mein Gott, seine Fresse. Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ich darf. Ah, was machst du? Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Noch mehr quälen. Achso, R2. Ich drück L2. Falsch. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. Was? So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Ich durfte ihn schlagen. Ich durfte ihn quälen. Ach, schön. Und nichts wie raus jetzt. Bevor jetzt noch irgendwie was aus dem Ruder läuft. Aber das war eh das Beste. Sie fing an zu stöhnen und sein Blick einfach dabei. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Guck nicht so, ja, ich hab das nur gemacht, damit du nicht denkst, dass ich ihn quäle. Oh Gott, das halten mich alle für sowas Billiges. Madison. Okay, eigentlich nur er hat's mitbekommen. Und wir hauen jetzt ganz schnell ab. Wenn die Leute nicht einfach alle so fett wären, ne? Ganz ehrlich. Geht mal alle weg. Ich muss doch nur weg, Mann. Ich habe keine Lust hier auf den Dreck. Und Paco wird sich, glaube ich, in der VIP-Lounge erstmal eine Zeit lang nicht sehen lassen. Ach, schön. Happy End. Ach ja. Oh, und Norman. Wir sind wieder mit Norman unterwegs. Das ist natürlich sehr nice. Ach ja, war gerade sehr schön im Blue Lagoon. Wir haben dem Besitzer einen schön ausgewischt. Wir haben Informationen bekommen. Ich verstehe zwar nicht ganz, wieso der John Shepard hieß, denn ich meine, der ist tot. Aber John Shepard lief auch auf, also die Magazine wurden auch auf John Shepard bestellt und der Käufer dieser Maschine ist auch John Shepard. Das heißt, irgendwer gibt sich hier als totes Kind aus. Was ziemlich krass ist. Sie haben eine Trophäe verdient. Ehrenrettung. Ja, Donnerstag, 23.32 Uhr. Ich suche Paco. Oh, da ist Madison. Paco, hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich. Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Da, die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Okay. Oh. Du bist es. Oh, verdammt, schnell. So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst, ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Schnell, hoch. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Hey, was mach keinen Scheiß. Nein, nein. Wir müssen da rein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein, nein, nicht schießen. Fuck. Er hat geschossen. Nein. Aber er ist noch hier drin. Er ist da noch drin. Er ist nicht rausgegangen. Wir sind nämlich... Fuck. Paco.
Oh, verdammt. Jaden? Norman meine ich. Jaden Norm. Was zur Hölle? Oh Gott. Oh Gott, 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 geh weg. Geh weg. Geh weg. Mein Gott. Was willst du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Das hätte tödlich enden können. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was willst du von mir? Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Fische, Glas, Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Ah. Nee. Ah. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Wir müssen hinterher. Sofort. Schnell, schnell, schnell. Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht. Ich habe keinen blassen. Fuck. Kannte Paco den Typen, der ihn besucht hat? Sorry, aber auf dem Ohr bin ich taub. Hören Sie zu, Arschloch, denn ich habe verdammt nochmal keine Zeit zum Übersetzen. Kannte Paco den Typ? Ja oder nein? John. Er sagte, er heißt John. Konnte immer gleich hoch. Konnte immer gleich hoch. Mein Gott, war das denn so schwer? Nochmal zurück. Ich muss mir das nochmal angucken. Gucken, ob er irgendwas... Aber er hat Handschuhe angehabt. Ich glaube nicht, dass er irgendwas dagelassen hat. Alles komplett zerstört. Da, unsere Brille. Und jetzt... Bitte einmal aufsetzen. Oh, es ist ganz schön dunkel. Oh, da. Perfekt. Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Toll. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Yep. Dann wollen wir mal gucken. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Was ist denn das? Jetzt haben wir auch noch Madison hier am Hals, ne? Also Madison hat jetzt die Polizei am Hals. Da hat sie natürlich auch wieder rangepackt. Ja. Und dazu sagst du jetzt nichts? Kann ich dir beantworten, war auch Madison. Ich glaube, dass... Ah, ne, da ist noch was. Ist das auch Madisons Waffe? Sagt da nichts zu. Und sonst hier grundsätzlich noch irgendwas? Nicht. Okay. Ah, doch, hier ist noch was. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant.
Okay, immerhin etwas. Okay, Brille weg. Und raus. Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Ja, ja. Ich bin irgendwie nur damit beschäftigt, mir den Arsch aufreißen zu lassen. Ich zittere und mir bricht der kalte Schweiß aus. Ich muss schnell zurück ins Hotel. Paco kannte den Mörder, deswegen musste er sterben. Ich muss weg und über alles nachdenken. Es war zu dunkel, alles ging zu schnell. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ich werde noch zum Pflegefall, wenn das so weitergeht. Der Wichser hat mir fast das Genick gebrochen. Der Mörder könnte Spuren im Büro hinterlassen haben. Habe ich schon mal geguckt. Ein toter Verdächtiger. Jemand versucht mich umzubringen. Klingt nach der richtigen Spur. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auch. Okay. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen fassungslos, deswegen sage ich auch gerade so wenig. Ich bin gerade nämlich selber überlegen, denke mir gerade so, okay, so viel auf einmal. Und vor allen Dingen alles so hektisch. Und Mädels ist gerade auch an uns vorbeigelaufen, als wir hier mit Norm reinkamen. Gut, dass er uns nicht gesehen hat. Sonst wäre mit dran gewesen. Dann wüsste er nämlich, dass Madison Page auch die Person ist, die Ethan aus dem einem Haus geholfen hat. Hä? Schön, ne? Ja, denke ich mir auch. Hä? Ja. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Müsste auf jeden Fall besser laufen, eigentlich. Aber nun gut. Da lässt sich jetzt auch nichts mehr so großartig machen. Donnerstag, 23.39 Uhr, 113,13 mm. Oh mein Gott, er tut mir so leid. Madison. Hey, Ethan. Ist alles okay? Ich konnte es nicht. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. No, Love Story. Ach ja, komm. Wenn die sich auch noch, wenn sie sich treffen würden, wäre das natürlich was anderes. Und wenn die sich nicht in die Nase beißen würden. Na komm. Die machen seltsame Geräusche. Na komm. Eine Love Story zwischen den beiden. Ich konnte mir das auch irgendwie schon denken. Ich konnte mir das halt echt schon denken, dass es zwischen den beiden was wird. Ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich drücke einfach die Knöpfe, die mir angezeigt werden. Es kommen immer sehr seltsame Sachen bei rum, vor allen Dingen auch sehr seltsame Geräusche. Leute, neben euch ist ein Bett.
Oh Gott, sie grunzen. Es ist schön zur Abwechslung mal einfach in diesem Spiel, was so viel Trauer und Frust hat, einfach mal eine Love Story zu sehen. Allerdings wäre das, glaube ich. Achso, sie ist nackt. Oh, ups. Schön. Ich muss zensieren. Nice. Also es ist einfach mal schön, dann mal eine Love Story zu sehen. Einfach nach dieser ganzen Trauer und allem. Und ja. Ist einfach mal schön. Es wäre wahrscheinlich angemessener gewesen, wenn sie nicht so komisch grunzen würden. Und vor allen Dingen beim, ne, Küssen so mega abschmatzen und alles. Ja, das war natürlich auch sehr interessant. Das sind einfach die, also diese Geräusche, ne. Also das war echt schon Premium. Ach ja. Gucken wir nochmal rüber. Hier geht's gut. Dann hoch mit uns. So. Aber Leute, ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Heavy Rain. Bis gleich noch einen schönen Tag und tschüss.